Herzlich willkommen zum ganzheitlichen Tierarzt-Podcast. Was passiert hinter den Kulissen? Was bewegt Tierärzte und Tierbesitzer? Und natürlich Real Talk. Flohepidemie. Und immer wieder kommt doch mal ein Tierbesitzer mit einem Hund oder einer Katze mit einer Flohepidemie. Manchmal bemerken es die Patientenbesitzer selber. Ich hatte aber auch schon Hunde, wo der Besitzer kam und sagte, ja, der hat ganz massiv Juckreiz, der kratzt sich den ganzen Tag. Den Floh kam in der Hand, guckt schon mal wegen Flöhe und der sagt, nö, nach Flöhen haben wir schon geguckt, Flöhe haben wir keine. Und dann kämme ich sie durch und dann springen vom Floh kam direkt 30 Flöhe runter und ich denke so, sag mal, haben die Augen, brauchen die Brille oder haben die noch nie geguckt? Nein. Auf jeden Fall, Flöhe sind gar nicht so einfach. Trotzdem schicke ich gleich voraus, ich bin kein Fan davon, wirklich alle 3-4 Wochen Chemie drauf zu machen beim Tier, um Flöhe fernzuhalten. Mein Hund, meine Katze, die haben jetzt circa 5 Jahre nie Flöhe gehabt. Und da kann ich es eigentlich auch nicht ruhigen Gewissens empfehlen, da ständig dem Tier ein Nervengift aufzutragen. Wenn wir ein Hund oder eine Katze haben, die ständig Zecken hat und wir eine Zeckenprophylaxe machen, ja, dann ist in der Regel die Flohprophylaxe schon mit drin oder die Flohtherapie, das ist was anderes, aber wenn es rein um Flöhe geht, würde ich nicht ständig therapieren oder Prophylaxe betreiben. Was anderes ist, wenn euer Tier ständig mit Flöhen kommt, wir haben schon Patientenbesitzer, die sagen, oh, wir haben einen Igel im Garten, der kommt jeden Abend raus. Und das sind häufig Tiere oder Besitzer, wo das Tier sich ständig Flöhe einfängt. Ich habe gerade gestern eine Patientenbesitzerin gehabt, die sagte, ja, mein Mann, der war mit dem Hund spazieren und der hat an einem Igel geschnüffelt und der Hund kam nach Hause, der Besitzer sagte, irgendwie wuselt das, nahm den Hund auf den Arm und dann krabbelten da schon 10 Flöhe den Arm des Besitzers hoch. Also das ist natürlich dann ein absoluter Extremfall. Aber wie werden wir die Flöhe wieder los? Also man muss grundlegend ein paar Dinge über Flöhe wissen, weil wenn wir einen Floh sehen, ist das nur ein kleiner Bruchteil. Flöhe halten sich nämlich eigentlich kaum an Hund oder Katze auf. Flöhe sind zu 98% in der Wohnung. Also halten sich dort auf, wo auch der Hund sich aufhält. Das bedeutet, der Floh geht 6, 7, 8 Mal am Tag an den Hund zum Blut trinken, verschwindet dann aber wieder in der Umgebung. Im Bett, im Polster, in der Couch, im Teppich oder. Also das bedeutet, wir müssen dort die Flöhe überall bekämpfen. Bevor aber jetzt jeder losstiefelt und Chemie in seine Wohnung kippt, da gibt es gleich noch einen absoluten Geheimtipp. Es ist so, dass wir sagen müssen, okay, wir haben erstmal, wenn wir einen Hund durchkämpfen, wir finden einen einzigen Floh, dann müssen wir sagen, ja, dann haben wir etwa 49 zu Hause. Weil wir statistisch sagen müssen, 2% der Flöhe sind am Tier, der Rest ist irgendwo in der Umgebung. Das macht es auch so schwierig, Flöhe zu erkennen, weil wir sagen müssen, naja, wir finden halt nur ganz wenige. Und das kann gut sein, dass der Hund 30 Flöhe hat, aber auf einem großen Hund finden wir einfach keinen einzigen. Daher auch so ein Hausfrauentrick, kämmt mit einem feinzinkigen Kamm den Hund durch, das auch ruhig zweimal die Woche, um das früh zu erkennen. Wenn ihr keinen Floh findet, aber ihr habt so schwarze Krümelchen, dann muss man sagen, okay, nehmt das, macht das auf ein Küchenkrepp, ein bisschen feucht, verreibt das. Und wenn es rot wird, dann ist es Flohkot, das heißt, das ist unverdautes Blut. Und das ist der ganz sichere Indikator, ja, wir haben einen Flohbefall. Dann sollte man auch den Hund therapieren, beziehungsweise etwas auftragen gegen Flöhe. Die Flohshampoos bringen halt nur was, wenn wir wirklich massiven Befall haben, wenn wir den Hund baden, um die Flöhe am Tier zu reduzieren. Aber wie gesagt, die Flöhe sind in der Umgebung. Das heißt, einmal waschen, sind alle Flöhe am Tier weg, aber dann kommen direkt wieder welche nach. Deshalb Spot-ons, die Tropfen oder Haltbänder. Von den Tabletten bin ich ein absoluter Feind, aber da mache ich gerne nochmal einen extra Podcast zu. Wichtig ist aber auch die Umgebungsbehandlung. Warum das?
Ein Flohweibchen legt 2000 Eier in die Umgebung, das innerhalb von ein, zwei Wochen. Daraus schlüpfen nach ein paar Tagen die Larven, die kriechen irgendwelche Ritzen, verpuppen sich dort. Diese Puppen können etwa nach einer Woche, können die erwachsenen Flöhe daraus ausschlüpfen. Sie können aber bis zu einem Jahr liegen bleiben. Das ist das große Problem. Daran erkennt man zum Beispiel, wenn jemand im Januar kommt und sagt, Herr Wilks, mein Hund hat Flöhe, aber draußen liegt Schnee, wo soll er die Flöhe haben? Dann sage ich, das ist so die Eigennachzucht in den eigenen vier Wänden. Und passiert häufig im Herbst, Winter, wenn wir anfangen zu heizen, weil dann hat die ganze Wohnung so einen Brutkastencharakter. Das ist auch das nächste Problem. Der Trick ist eigentlich, gründlich zu saugen. So, jetzt aber das Problem, naja, wenn wir saugen, erwischen wir etwa 80% aller Flöhe und Flohstadien, was schon eine gute Quote ist. Aber das große Problem ist, wenn wir den Staub sogar wegstellen, hüpfen die vorne alle wieder raus. Das zweite Problem ist, wenn wir eine größere Wohnung saugen, dann ist der Staubsauger, wenn wir den wegstellen, noch schön kuschelig warm für so circa eine halbe Stunde. Auch das hat wieder einen Brutkasteneffekt. Und wir haben Jungs und Mädels in einer großen Wohnung eingesammelt und auf so 10 Kubikzentimeter eingesperrt. Die müssen sich nicht mehr suchen gehen. Also, ja, Riesenproblem. Ich bin aber auch kein Freund davon, Chemie in die Wohnung einzubringen. Diese Sprays, diese Pulver, diese Fogger, alles, was es so gibt. Deshalb mein absoluter Geheimtipp, es gibt natürlich auch so Klebefallen, die man in die Wohnung stellen kann. Man tapst selber rein, muss diese Klebebänder nachkaufen und. Also alles nicht so der Bringer. Mein absoluter Favorite, mein absoluter Geheimtipp ist ein billiges Flohhalsband kaufen im Zooladen, aber bitte ein chemisches, nichts pflanzliches Gedöns, das hilft nämlich nicht. Und von diesem Flohhalsband schneidet ihr 1 bis 2 Zentimeter ab und macht davon kleine Schnipsel. Und das saugt ihr in den Staubsauger. Das Flohhalsband wieder in die Folie, in die Verpackung zurück oder in so einen Ziploc-Beutel wieder zukleben, weglegen, damit das Flohhalsband nicht offen ausgast und das Mittel nicht mehr wirkt, sondern es soll lange haltbar sein. Für das nächste Mal. Und dann geht ihr hin und es ist egal, ob ihr einen Staubsaugerbeutel habt oder einen Beutellosen oder einen Saugroboter. Dort immer wieder ein paar Schnipsel von diesem Flohhalsband reinsaugen. Weil dann ist alles, was im Staubsauger landet, kriegt den Knüppel auf den Kopf. Und ihr habt keine Sorge mehr um die Flöhe auf der Umgebung. Einige sagen dann, ja, aber ich habe einen Beutellosen. Ich kipp den immer gleich aus. Ich sage, ja, dann lieber, wenn du da aufmachst, fliegen dir die Flöhe um die Ohren. Und selbst wenn man es rausbringt und dort gleich in den Restmüll kippt, wenn dann Hunde oder Katzen vorbeilaufen, haben die auch wieder diese Flöhe und es geht gerade weiter. So, deshalb wirklich in der Wohnung, im Staubsauger, gleich den Flöhen einen mitgeben, dass die gleich tot sind und dann hat man da viel weniger Sorgen und insgesamt wird halt das ordentlich dezimiert. Selbst wenn euer Hund dann mal einen Floh anschleppt und die Wahrscheinlichkeit ist doch ganz gut, dass der sich in der Umgebung reinsetzt, ihr saugt den auf und der kriegt Knüppel auf den Kopf. Das heißt, der sogenannte Infektionsdruck durch Flöhe in der Wohnung sinkt ganz, ganz gewaltig und der hat dann wahrscheinlich nie mal Chance, Blut zu trinken oder Eier zu legen. Und so macht es euch und eurem Hund oder eurer Katze erheblich einfacher. Das empfehle ich auch Menschen, die Hunde oder Katzen haben. Auch wenn die sonst nichts haben, grundsätzlich das mit dem Flohhalsband durchzuführen, einfach um ständig eine entsprechende Umgebungsbahn zu haben. So. Wenn wirklich ein ganz massiver Befall vorliegt, dann kann es wirklich sein, dass, ja, also ihr müsst dann auf jeden Fall das Tier behandeln mit einem sogenannten Spot-On oder einem Halsband. Spot-On geht halt ein bisschen schneller. Dann müsst ihr unbedingt die Umgebung ganz, ganz drastisch saugen, sehr, sehr häufig. Natürlich halt entsprechend mit dem Flohhalsband wiederum. Aber da natürlich viel häufiger, wenn ihr einen größeren Befall habt. Und wenn ihr einen ganz massiven Befall habt, ich habe auch einmal im Jahr Patientenbesitzer, die kommen und sagen, na, wir sehen die in der Wohnung springen. Dann ist es natürlich schon richtig, richtig, ja, 11:55, wo man manchmal sogar in Extremfällen dann diese Fogger braucht. Das sind so Dosen, wo man den Sprühkopf drückt. Dieser Sprühnebel geht nach oben, der rastet ein und dann verlässt man die Wohnung für 24 Stunden. Aber da bin ich immer so ein bisschen, wer weiß, wie lange das in der Wohnung bleibt, wie das mich tangiert. Aber wenn es dann erstmal so weit ist, dass wir so viel Flöhe in der Wohnung haben, dass es nicht anders geht, dann brauchen wir es halt. Aber ich habe auch schon Extremfälle gehabt, wo die Tiere
da sogar einen Kammerjäger gebraucht haben. Deshalb lieber vorbeugen, langfristig immer, immer wieder ein Flohhalsband in den Staubsauger. Ich mache euch gerne auch unten einen Link in die Shownotes von dem Halsband, wo ich sage, ja, das hat genug Chemie, das macht im Staubsaugerbeutel alles platt, ohne dass wir was durch die Atemluft abbekommen, ohne dass wir die Umgebung behandeln und dass wir in Kontakt damit kommen. Und ich sage allzeit gute Yacht, drückt die Daumen, dass eurer Vierbeiner sich gar nicht als Flöhe einfängt. Passt auf euch und eure Fellnasen auf. Alles Gute und bis zum nächsten Podcast. Herzlichen Dank, dass du bis jetzt dabei warst. Abonniere gleich den Podcast, damit du nichts mehr verpasst. Und danke dir für eine positive Bewertung hier bei iTunes. Weitere Infos, Einladungen zu Seminaren, Checklisten und vieles mehr findest du in den Shownotes. Und auf den nächsten Podcast musst du gar nicht lange warten, denn morgen geht's direkt weiter hier mit Henning Wills.